Wie viel wusste die Gemeinde Schnetzlaritz? Also ich glaube, man kann hier mit fester Überzeugung sagen, dass alle in der Gemeinde Bescheid gewusst haben. Wir haben heute eine Zeugin gehört, eine Gemeindemitarbeiterin, die dies eindeutig bestätigt hat, dass es ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und dem Angeklagten gegeben hat, in dem man so quasi gesagt hat, das kann jetzt einfach mal laufen, ohne dass wir uns irgendwelche Gedanken machen müssen. Und man hat es schlichtweg laufen lassen. Tatsache ist aber, dass alle in der Gemeinde Kenntnis davon hatten, dass hier beherbergt wird, und zwar im großen Stile, und auch keine entsprechende Baugenehmigung vorliegt. Die entscheidende Frage ist für uns, ist ein Mitverschulden anderer gegeben? Wenn ja, muss sich dies bei der Strafzumessung doch gewaltig auswirken. Das sehe ich ganz genauso. Wir haben heute durch die Sachverständigen auch einiges zur Brandursache gehört. Und der Brandsachverständige hat insbesondere Ausführungen dazu gemacht, wo der Brandausbruchsort war. Das steht nun fest, dass es dieser ominöse Schrank gewesen ist im Mittelgeschoss und dass im unteren Bereich dieses Schrankes der Brand ausgebrochen ist. Der Sachverständige hat ausgeschlossen, dass ein technischer Defekt die Brandursache ist. Das erscheint uns besonders wichtig. Warum? Er konnte nachvollziehbar erklären, dass in diesem Sicherungskasten der Brand nicht entstanden ist. Und dies nicht nur anhand von Zeugenaussagen, sondern auch anhand objektiver Anknüpfungspunkte. Und zu guter Letzt hat der Sachverständige auch den Brandzeitpunkt einordnen können. Nämlich vermutlich die letzte Viertelstunde vor 3 Uhr, also zwischen 2.45 Uhr und 3 Uhr. Des Weiteren liegt entweder eine vorsätzliche, also eine absichtliche oder eine fahrlässige Brandstiftung vor. Das steht fest. Das heißt, nicht die alleinige Ursache des Nichtvorliegens der Genehmigung spielt eine Rolle, sondern auch, dass jemand dort angezündet hat und der ist nach wie vor auf freiem Fuß. Also es gibt letztlich drei Säulen, die hier eine Rolle spielen. Das ist zum einen das Verschulden unseres Mandanten, das ist aber auch der Brandsetzer und letztlich auch hier Behörden, die schlichtweg versagt haben.